Das Grinsen ist nicht mehr aus den Gesichtern der Blau-Weißen zu bekommen. Schalke 04 siegt sensationell mit 2:0 in der Champions League beim FC Arsenal. Ein historischer Erfolg, denn seit 2003 haben die Gunners kein Heimspiel mehr in der Champions League-Gruppenphase verloren. Kompliment an die zwei Torschützen, an die ganze Mannschaft, wie wir das Spiel heute angegangen sind, wie gut wir heute gespielt haben, meines Erachtens. Und es ist nicht einfach hier zu spielen. Und ich habe eben gehört, glaube ich, nach 40 Jahren sind wir die erste ausländische Mannschaft, die hier gewonnen hat. Schön, oder? Wir haben uns natürlich gefreut und man gewinnt nicht alle Tage in London bei Arsenal, aber eigentlich relativ ruhig, weil wir wissen, dass das damit noch nicht erreicht ist in der Gruppe. Wir haben jetzt zwar 7 Punkte, aber es sind noch 3 schwere Spiele vor uns in der Champions League und ja, jetzt geht's weiter. Wir haben 3 Punkte geholt, sind zufrieden und ja, lange können wir jetzt nicht ausruhen, denn Samstag haben wir wieder schon das nächste Spiel. Nach dem Derby-Sieg gegen Borussia Dortmund strahlt Königsblau nun auch auf europäischer Bühne. Wir haben vielleicht in der ersten Halbzeit ein bisschen passiv begonnen. Das ist schon auch so mein Gefühl gewesen. Aber je länger das Spiel gedauert hat, umso präsenter waren wir, glaube ich, auch auf dem Platz. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit waren wir sehr, sehr präsent, haben wirklich gute Aktionen auch nach vorne gehabt. Und da bin ich schon sehr zufrieden mit. Das Spiel ist natürlich sehr intensiv, ne? Wenn du jeden Ball versuchst, das hinterher zu jagen wie ein Hund. Und ja, wenn du einfach nur marschierst und mit der ganzen Mannschaft und du wirst dafür belohnt. Ich denke mal, morgen bin ich wieder auf einem guten Weg, wenn ich wieder vernünftig und gut viel schlafe und mein Eisbad nehme und alles, dann bin ich wieder da. Der Sieg beim Gruppenfavoriten stößt die Tür ins Achtelfinale der Champions League weit auf. Der FC Schalke ist Gruppenerster.